Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Aufnahmesession von Dark Souls 2. Auch heute sind wir wieder nicht alleine, denn bei mir sitzt die Lady Angel. Hallöchen zusammen. Ja, für heute, was haben wir uns für heute überlegt? Wir haben ja beim letzten Mal gesagt, wir wollten auf jeden Fall einen Boss angehen. Das ist der beim Schiff. Wir haben uns gerade auch noch ein bisschen besprochen gehabt oder abgesprochen gehabt. Steht da gerade einer? Oh. Es sah so aus, als ob da hinten einer rumsteht. Schon der Hallos? Ja, kann sein. wir haben uns gerade noch besprochen gehabt, wir wollten wahrscheinlich erst ein paar Seelen ploppen, um unsere Waffen zu verbessern beim Schmied. Ja, dann ploppen wir. Ja, ploppen wir einfach mal gucken, was wir so haben an Seelen. Da können wir, glaube ich, alle dreimal ploppen, benutzen. Was kriegen wir da? 1200. Wir sollten vielleicht erstmal gucken, was wir überhaupt brauchen, bevor wir irgendwas ploppen. I knew you'd be around soon. Go on, show me what you've got. Ja, dann zeig ich doch mal. So, Waffenrüstung reparieren brauchen wir nicht. Verstärken wollen wir. Und wir wollen... Oh, nette Stärkung. Wir brauchen eine Titanitscherbe und wie viel Seelen? Wo steht das? Achso, 540 steht da wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich gemeint. Ja. Machen wir mal, wa? Ja. Joa, können wir direkt noch eine Stufe machen? Machen wir auch. Die nächste Stufe wird bis 182 Schaden gehen. Mhm. Das ist die Frage, ist es uns das wert oder sollen wir erstmal... I'll be around, if you make it back. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was war... Wie viel hat... Du vielleicht noch ein Schild irgendwie verstärken? Nee, Schild jetzt nicht unbedingt. Okay. Jetzt ist gerade meine Überlegung, was war das? 800 braucht man, ne? Ich glaube, ja. Ploppen wir davon mal zwei. Oh. Das war ein bisschen viel. Fille. Wollte ich gar nicht so viele. Naja. Naja, dann würde ich sagen... You again? Can't you see that I'm busy? Bist du denn für ein Arsch? So, verstärken wir mal noch eine Runde. Wo haben wir es? Da. Drei Titanitscherben brauchen wir dafür, aber das gehe ich ein. Oh, und für die nächste Stufe geht es sowieso nicht mehr, da fehlt uns eine große Titanitscherbe. Na guck. Aber 182 ist auch schon mal nicht schlecht. Ja. Hat das denn jetzt auch Haltbarkeit bekommen? Ne, hat immer noch 60 Haltbarkeit. Das ist das zweitletzte. Die 60 von 60. I'll be around, if you make it back. Ja, aber das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt haben wir nämlich die Waffe auf plus... 3. So, dann können wir uns auf jeden Fall mit der Reise auf den Weg machen. Ich glaube, der hat dieselbe Waffe wie wir. Ach, guck mal. Ja. Das haben wir letztes Mal gar nicht gesehen. Oder ist mir zumindest nicht aufgefallen, dass wir hier jetzt schon wieder ein neues Bild haben. Ob es schon zu Ende ist, wenn die anderen 7 Felder auch noch belegt sind? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht. Wir teleportieren uns erstmal dahin und ich bin gerade am Überlegen. Hätten wir das vielleicht noch menschlich machen sollen? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Jetzt erstmal die Frage, wann mal. Vor einem Boss wäre vielleicht sinnvoll, ne? Ja, oder wir benutzen den weißen Speckstein und lassen uns selber rufen. Weißt du, was ich meine? Also, dass nicht irgendjemand anders uns rufen kann, oder was? Ja. Ja, wenn uns dann mal einer ruft. Doof, Mann. Ja, du haust wieder voll daneben. Zwei Schläge. Ja. Haben wir aber, glaube ich, beim letzten Mal auch schon gebraucht. Und ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht wieder irgendwo runterstürze. So wie da fast. Na, der braucht noch einen dritten Schlag. So ein Sack. Und der heilt sich auch noch gerade. Nö, nö. Oh. Gegner, die sich heilen, das ist doch das Letzte. Ein Wegerer-Schwert, oder wie der Typ da heißt. Ich weiß, ich musste erstmal überlegen, wo ist denn die Abkürzung gewesen? Die war, glaube ich, auf der zweiten Etage, ne? Und dann da, glaube ich, durchs Haus. Ja. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Da kommen sie wieder, unsere Freunde. Ja. Wir hätten vielleicht von dem restlichen Geld, was wir noch haben, vielleicht ein... Hallo? Ui, er kriegt einen ins Kreuz.
Wieso hat er sich denn da jetzt komisch umgedreht? Ich weiß nicht. Wir hätten uns vielleicht von den restlichen Seelen, die wir hatten, noch irgendwie Pfeile oder sowas besorgen sollen. Ja. Das wäre vielleicht gut gewesen. Das Viech ist auch noch da, das sehe ich diesmal sogar. So, ich bin heute auf jeden Fall drauf. What? Was hast du denn jetzt gemacht? Ich habe einen Stein gegessen, genommen. Ach so. Gegessen vor allen Dingen. Ja, geploppt. Boah, kann der weit schmeißen? Ja. Da will ich aber gar nicht hin. Ich will hier hin. Da ist wieder der schäbige Köter. Ja. Boah, der Geist. Oh, oh. Oh nein, scheiß Drecksköter. Ich hasse ihn. Ah, jetzt läuft er da schon wieder. So. Hat ihm jetzt auch nicht besonders viel gebracht, würde ich sagen. Nö, und mein Steinchen ist auch völlig verschwendet gewesen. Ja. Was? Bisschen verfehlt. Boah. ein Menschenbild. Schön. Mhm. So, was war hier? Das waren die, die am Tisch saßen, ne? Jo. Den haben wir schon mal weg. Holen wir uns jetzt den. Der kratzt sich erstmal eine Runde am Kopf, bevor er aufsteht. Und den haben wir auch weg. Also wenn man so macht, ist das, dann können die nichts mit den zwei Schwertern. Heiligsbäche. Ich sehe das schon kommen. Ich werde jetzt viel zu übermütig und... Was? Da hat dich einer von hinten angesprungen. Aua, aua. Oh, aua, aua, aua. Oh, was? Nein! Was war das denn? Ach ja. Oh, das geht ja schon gut an. Ja. Da wären wir jetzt bei Nummer 13. Das war jetzt echt scheiße. Ja. Und ich habe vorher extra noch so ein Ding gefressen. Nochmal den ganzen Spaß. Die Stelle, die geht mir so auf den Sack, ey. Ich bin froh, wenn ich hier raus bin. Ach ja. So, komm, steh auf da. Das sind aber auch dreckige Pfeilschießer, ey. Ja. Oh, jetzt hat er dich ja noch getroffen. Und nochmal. So, der ist weg. Na, oh, ich habe keinen Ausdauer mehr. Ist ja super. Also so langsam geht es mir echt auf die Nüsse. Da sage ich jetzt mal nichts zu. Wir müssen unbedingt was für unsere Ausdauer tun. Es geht nicht anders. Das geht sonst nicht anders. Komm schon. So, einer schon mal weg. Kommt der Dicke jetzt? Ja. Gut. Oh nö, diese Ausdauer. Also diese Ausdauer, die geht mir echt auf die Cojones. Das ist unglaublich. Uiuiui. Was hat er eigentlich gerade auf uns geschmissen gehabt? Oder war das auch wieder der Dicke? Ich habe keine Ahnung. So. Oh. Ja, nee, ist klar. Der kommt gleich von hinten, das weißt du, ne? Nein, kam der nicht. Nicht? Komm mal her. Jetzt rennt er wieder weg. Ja, der traut sich doch nicht um die Ecke. Och nö. Oh. Drecksköter! Im Vorbeispringen. Mistvieh, Seele eines namenlos. Oh, die lässt auch Seelen fallen? So ab und zu mal. Oh, Verenga-Rüstung oder was weiß ich, was das für eine ist. So. Warte mal, haben wir denn nicht noch Pfeile irgendwie? Weiß ich nicht. Ne, ich glaube, wir haben alle verschossen, oder? Ich habe keine Ahnung. Oh. Wir doch, haben welche Eisenpfeile. Ne, gefunden haben wir, glaube ich. Dann nehmen wir auch das... Und gekauft hattest du auch welche. Dann nehmen wir den Bogen. Weil nochmal mache ich den Scheiß nicht.
So, das war zielen. Wo ist er? Ui, wo ist er denn? Ach klar. Pitch. Jetzt versteckt er sich wieder. Hör auf dich zu verstecken. Ist er tot? Jo. Ja. Sehr schön. So macht man das. Ah. Was? Da ist noch einer. Wo kommt der denn weg? Aus dem Haus? Den habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Komm her. Zeig, was du kannst. So, damit haben wir den dann auch weg. Jetzt bekommen wir hier ins Haus rein. Damit haben wir ihn. Der ist auch weg. Ist gerade beworfen worden. Ja, von so einem Bauernkopf. Ah, so. So, jetzt muss ich gucken, dass er von oben... Kam mir da gerade was entgegengeflogen? Das sah gerade aus wie ein Pfeil, der mir entgegengeflogen ist. Nee, ich habe keine Ahnung. Ha, der ist runtergefallen. Ach, ist nur noch der eine? Ja. So. Auch den haben wir weg. Jetzt können wir unsere Seelen wiederholen. Kurz, ich wollte die Nachricht nicht lesen, ich wollte die Seelen wieder haben. Mensch. Ach ja. Aufpassen. Hier war es nicht. Wir mussten hier, glaube ich, runter, ne? Ja. Oha. Junge. Hast du schon wieder vergessen, wo die Gegner stehen, ja? Ja. Die letzte Aufnahmesession ist jetzt auch schon 2 Tage wieder her. Scheiß Kurzzeitgedächtnis. Ja, sag mir nicht, du wusstest das noch. Dass da überall Gegner sind, weiß ich. Wo genauso stehen, weiß ich nicht, aber... Das musste ich mal eben gucken. Hier drin? Waren wir da schon drin? Ich glaube ja, beim letzten Mal. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich meine doch. Wir können ja mal eben kurz reingucken. Stimmt, da saßen wir am Tisch. Und ich glaube, da stand auch noch irgendwann... Ach, das sind diese Giftkübel. Ja. Ja, komm, dann lassen wir das. Wir mussten hier, glaube ich, runter. War das richtig? Ja, aufpassen. Vieh. Böses Vieh. Es läuft weg. Ja, hau ab. Soll mir recht sein. Kommen die hinterher? Nein. Gut. Denen ist das da zu hell. Dann lasse ich die Viecher mal Viecher sein. Und wir machen uns hier auf den Weg aufs Schiff. So, der Typ da oben, der will ja nicht mit uns sprechen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier waren auch, glaube ich, noch ein paar mehr, ne? Ja. Kam da gerade was angewackelt? Da oben ist einer. Da kommt einer. Oh! Da kommen noch welche. Was? Ich wollte gerade sagen, aus dem Augenwinkel habe ich doch was gesehen. Boah, mach das weg! Hör auf anzuvisieren! Wo kommen die weg? Die sind hier hinterhergelaufen. Ja, aber von wo? Wahrscheinlich sind das die aus der Hütte. Ey. Werden Sie mal nicht komisch, junger Mann. Und einer ist jetzt noch oben. Meine Fresse. Ja gut, der eine ist... wie viele habe ich jetzt getötet? Waren das die schon 3 Stück? Ja, ne? Nee, einer ist jetzt noch da oben. Der ist jetzt gerade, glaube ich, auf... Ja, ja, ich meine, die 3, aber die von hinten kamen, waren tot. Ach so, ja. Ich glaube, ja. Okay, dann bin ich beruhigt. Aber sind wir die schon mal losgeworden? Ja, da sind 2. Einer ist oben. Warte mal, die können wir doch uns anpullen, oder? Versuch mal. So. Ui. Mitten ins Auge. Bullseye. Oh. Aua! Der Penner von oben schießt. Ja. Kleine Drecksau. Sonst hol dir den doch als erstes. Ja, der schießt aber. Dann mache ich lieber die Fernkämpfer. Die Nahkämpfer, weil die kommen ran. Pitch, oh, wieder mit wieso drücke ich eigentlich mit dem falschen Knopf? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Komm schon und hör auf dein... Der schießt mit Pfeilen, der schmeißt mit irgendwelchen Pötten. So, der ist auch weg. Und holen wir uns dann jetzt den.
Holen wir uns jetzt den Lappen. Mach ihn platt. Ich stolper nicht über das Seil. So. Da haben wir den schon mal weg. Jetzt haben wir, glaube ich. Da oben schießt wieder einer. Das wollte ich gerade gesagt haben. Jetzt haben wir den da oben nämlich noch. Jetzt nicht mehr. Und das müsste es eigentlich gewesen sein. Hier unten war ja nichts mehr, da war nur noch die Nebelwand. Ja. Können wir trotzdem mal eben runtergehen? Es ist jetzt die große Frage, ist hier ein Boss? Ich gehe mal schwer davon aus, dass hier ein Boss drin sein wird. Ich versuche einfach mal mit dem... Nein, da wollte ich nicht. Da wollte ich hin. Wo haben wir ihn denn? Da. Benutzen. Gucken, vielleicht werden wir ja gerufen. Aber irgendwie hat er keine Nachricht hinterlassen. Hm. Oder? Nö. Doch. Wir werden als Phantom in eine andere Welt gerufen. Ah ja. Das heißt wohl sehr stark, dass hier ein Boss kommt. Es müsste gleich irgendwann den Ladebildschirm kommen. Haben wir ja auch bisher noch nie gemacht, ne? Nee. Auch bei Dark Souls 1 haben wir das nicht gemacht. Ja, da kommt wohl nichts, ne? Ich weiß es nicht. Normalerweise müssten wir gleich im Ladebildschirm sein. Doch. Rufen abgebrochen. Nee. Warum? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat es dem zu lang gedauert. Warte mal, ich mach's mal anders. Ich pack den Speckstein mal hier mit rein. Wie viel haben wir denn davon? Unbegrenzt. Achso. So, nochmal Speckstein. Ist ein bisschen schade, dass man das hier nicht sehen kann. Ja, ist halt Wasser, ne? Vielleicht sollte ich doch nach oben oder so. Ich versuch's mal hier. Das sieht man allgemein nicht. Haha, sehen nur andere. Ja, ist jetzt die Frage. Wir könnten natürlich auch Menschlichkeit benutzen. Davon haben wir 14 Stück, davon benutze ich jetzt einfach mal. Und dann können wir nämlich... Da wurde es gerufen. Oh, es klappt. Ah. Sehr schön. Magierstein. Ich weiß, wo sie dich jetzt hingerufen haben. Ja, geht ja nur dahin. Gesehen? Aha. Dann einfach mal winken. Hallo? Winken? Er verbeugt sich. Und dann gucken Marisha. Wir doch mal. Mann. Marisha. Ein Mädel hat uns gerufen. Das Problem ist, wir müssen jetzt auch überleben, weil wenn wir das nicht überleben, müssen wir den Boss nochmal machen, falls der Boss drin sein sollte. Aha. Wir haben das Problem, wir kennen das noch nicht. Ja, andere wahrscheinlich auch nicht, oder? Okay, ist ein Boss? Geht's, Boss? Ach du Scheiße, was ist das denn? Alter, ein siamesischer Zwilling? Ich muss erst mal gucken, was er kann. Oh, aber wir machen doch gut... Uah, wir machen doch gut Schaden. Ja. Au. Ja, jetzt haben wir aber ordentlich einen gekriegt, ey. Ich nehme mal eben ein Tränkchen. Oh. Sehr schön. Ah, weg ist er noch nicht, ne? Ja, aber wir haben schon gut Schaden gemacht. Ja. Weg da. Komm schon. Jawohl. Und weg. Bleib bloß am Leben. Boah, die hat aber noch volles Leben. Jawohl, wir haben es geschafft. Was? Mein Schwert ist in Gefahr? Ja. Dankeschön. Das war... den hätten wir, glaube ich, auch allein geschafft. Da hat sie gewunken zum Abschied.